Heute geht es mal wieder um GitHub Actions. Wir bauen nämlich ein Deployment. Los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um GitHub Actions. Das Ganze ist ziemlich cool und wir haben in der Vergangenheit auch schon einige GitHub Actions gebaut und für unser Projekt angewendet, wie man testet, wie man lintet. Und heute geht es quasi um einen der letzten Schritte, und zwar wie man ein Projekt baut und anschließend auf einen Server legt. In unserem expliziten Fall werden wir das so machen, dass wir eine Website bauen. Eine Website ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wir schreiben eine H1-Überschrift in Index-File, aber dass wir dieses Index-File dann automatisiert auf einen Linux-Server schieben bzw. auf einen Web-Server schieben, wo das Ganze dann wirklich sichtbar ist und ihr das automatisiert der Öffentlichkeit oder vielleicht, wenn das Passwort geschützt ist, nur einer begrenzten Anzahl von Leuten zur Verfügung stellt. Das Ganze ist ziemlich einfach und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich stellen. Ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch einfach mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, fangen wir jetzt einfach direkt an und los geht's. So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Als erstes seht ihr, gibt es jetzt mal einen kleinen Abschnitt mit einer Warnung. Auch wenn das kein schönes Thema ist, müssen wir das an dieser Stelle einmal kurz besprechen, weil es einfach wichtig ist. Ihr stellt im Rahmen dieses Videos eine Verbindung, eine SSH-Verbindung von einer virtuellen Ubuntu-Instanz, die von GitHub wahrscheinlich irgendwo auf einem Microsoft-Server in Amerika gehostet wird, zu eurem Server her. Diese Verbindung und auch noch die Möglichkeit, dass Dateien über eine von einer Open Source Community verwalteten Action kopierten Dateien auf eurem Server, ja, irgendwelcher Shardcode eingeflößt werden könnte oder irgendwas sein könnte in dem Fall, ist da. Sie ist gegeben. Ich weiß nicht, wie hoch sie ist. Das weiß niemand so richtig, würde ich behaupten. Aber sie ist gegeben. Es ist eine Verbindung zu eurem Server. Das heißt, das Erste, was ihr im Rahmen dieses Videos machen müsst: Wir brauchen einen Nutzer, um eine SSH-Verbindung herzustellen, und ihr dürft auf gar keinen Fall euren Root-Nutzer nutzen. Auf gar keinen Fall. Ihr müsst euch einen neuen Nutzer erstellen. Dieser Nutzer darf gar keine Rechte haben, bis auf dieses eine Verzeichnis, wo die Webseite liegen soll. Und dort darf der Nutzer Dateien kopieren und entpacken. Mehr nicht. Das ist das Einzige, was er darf. Er darf keine Dateien ausführen, er darf nicht aus dem Verzeichnis raus, er darf nicht einfach irgendwo Sachen oder Einstellungen verändern oder sonst was machen, sondern er darf nur in diesem einen Verzeichnis eine Handvoll Befehle ausführen. That's it. Wie das genau abläuft, kann ich euch leider nicht so richtig gut erklären. Das geht einfach ein bisschen über meine Kompetenz hinaus. Dazu habe ich für meinen Server beispielsweise einen guten Freund von mir, der sowas macht, und sowas kann ich nur empfehlen, das von einem professionellen Server-Admin machen zu lassen, euch sowas einzustellen. Der zweite Punkt ist allerdings: Dürft ihr sowas überhaupt nutzen? Und diese Frage kann ich euch leider so gar nicht beantworten. Das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Einmal, für wen macht ihr das? Ist das ein kleiner Server, der bei euch auf einem Raspberry Pi zu Hause liegt? Ist das ein Produktionsserver, für wo vielleicht Geschäftsdaten, personenbezogene Daten, Bezahldaten verarbeitet werden? Ihr seid vielleicht sogar BaFin oder sicherheitsreguliert, dann wird es kritisch. Dann würde ich davon tunlichst die Finger lassen und das im Leben nicht anfassen. Aber dann dürftet ihr wahrscheinlich auch kein GitHub nutzen, weil das ja auch ein amerikanischer Dienst ist, der dort gehostet wird. Aber prinzipiell informiert euch. Ihr müsst dieses Sicherheitsrisiko einfach im Hinterkopf haben, wenn ihr dieses Video anguckt und diesen Dienst nutzen wollt. Und für euch entscheiden, will ich das machen oder nicht. Aber es wäre einfach fahrlässig, sich mit dieser Sicherheitsthematik nicht auseinanderzusetzen, und deswegen mussten wir es jetzt einfach mal ziemlich klipp und klar ansprechen, und ja, jetzt legen wir mal los. So, als Erstes brauchen wir sogenannte Secrets, weil wir wollen Variablen haben, mit denen wir zum Beispiel unser Benutzername, unser Passwort verstecken können. Wenn wir also hier in Action sind, wollen wir später, wenn wir hier auf unsere Action klicken und dann die einzelnen Runs sehen, nicht irgendwie durch Zufall auf unser Passwort oder Benutzernamen oder eventuell das Zertifikat stoßen. Und wir wollen auch allen Entwicklern das ermöglichen, Actions zu bauen, auch wenn sie diese Informationen gar nicht haben, und das einfach als Variable behandeln, falls wir auch von mehreren Skripten darauf zugreifen wollen. Das Ganze geht ziemlich einfach, und zwar klicken wir hier auf Settings, scrollen hier runter, gehen auf Secrets, und dann haben wir hier die Möglichkeit, einfach neue Secrets anzulegen. Zum Beispiel sagen wir hier, wir wollen unseren Host. Das wäre zum Beispiel einfach unsere IP-Adresse unseres Servers. In meinem Fall sage ich jetzt einfach das. Ist natürlich nicht die richtige IP-Adresse, die ändere ich gleich im Anschluss. Erstelle das Ganze. Das nächste, was wir machen: Wir verbinden uns mit unserem Server mit einem Username. Zum Beispiel heißt der bei uns Test. Speichern das Ganze ab. Dann haben wir natürlich noch ein Passwort. Das müssen wir auch erstellen. Sagen Passwort. Unser Passwort ist Passwort. Ist natürlich jetzt richtig sicher. Ist natürlich nicht das richtige Passwort, sondern das ändere ich gleich im Anschluss. Und wir brauchen auch noch den Port.
Der ist per Default bei den meisten Servern, denke ich, 22, aber es kann ja sein, dass ihr euren Server anders konfiguriert habt und euer SSH-Port ein anderer ist. Das letzte, was wir brauchen, ist der sogenannte Target, beziehungsweise das Target, und das ist mehr oder weniger einfach ein Pfad zu eurem Webspace. Ihr loggt euch ja, wenn ihr euch mit SSH auf einen Server anmeldet, loggt ihr euch ja in einem bestimmten Verzeichnis ein. Das kann gesetzt sein, im besten Fall ist das exakt das Verzeichnis, wo auch später die Indexdatei liegen soll. Dann wäre hier das nämlich nur einfach nur Punkt Slash. Aber es kann natürlich auch sein, dass ihr hier noch zum Beispiel in euer Dev-Verzeichnis rein müsst auf eurem Webspace, weil ihr zum Beispiel ein Subdomain habt, die dann dieses Verzeichnis ansteuert. Die also, was ihr hier reinschreiben müsst, müsst ihr selbst entscheiden. Das kann ich nicht so richtig vorgeben. In den meisten Fällen sollte es aber relativ einfach sein, rauszukriegen, welches Verzeichnis auf eurem Server ihr hier ansteuern müsst. Und das könnt ihr dann hier hinterlegen und drückt einfach auf Okay. In dem Fall habt ihr quasi alle Variablen erstellt. Mehr brauchen wir nämlich gar nicht. Und ihr könnt das natürlich auch nutzen, um beispielsweise ein Zertifikat zu hinterlegen. Also ihr könnt auch hier beispielsweise ein Zertifikat hinterlegen oder andere sicherheitskritische Informationen, die allen zugänglich gemacht sein sollen, ohne dass sie diese wirklich kennen. Und das Ganze ist ziemlich cool. Und ja, jetzt können wir weitermachen. So, das nächste, was wir natürlich brauchen, ist eine kleine Webseite, die wir auch deployen können. Hier handelt es sich natürlich um eine Standardentwicklungsumgebung. Ich habe hier eine kleine H1-Überschrift reingeschrieben. Ihr könnt natürlich in diesem Source-Ordner viel mehr haben als diese eine Index-Datei und natürlich auch mehr als diese Dateien, die hier drin liegen. Prinzipiell brauchen wir allerdings für unser Tutorial natürlich die Möglichkeit, etwas zu bilden. Hierfür gibt es in unserer package.json natürlich eine Übersicht unserer Skripts und hier einmal das Skript Build. In unserem Fall wird Gulp Build ausgeführt. Das kann natürlich bei euch auch sowas sein wie Angular, wo ihr dann ng-build eingeben müsst oder halt vergleichbare Syntax-Befehle von React, Vue oder anderen Frameworks oder halt auch komplett andere Projekte. Ihr müsst also einmal definieren, was ihr genau auf euren Server schieben wollt. In unserem Fall sage ich jetzt zum Beispiel npm run build. Das werden wir auch gleich in unserer Pipeline ausführen. Das heißt, wir bauen jetzt einmal unser Projekt, das wurde jetzt einmal durchgeführt, habt ihr hier gesehen, und wir haben jetzt hier oben ein neues Verzeichnis, das nennt sich dist, und in diesem dist-Verzeichnis haben wir unsere Index.html, die gebaut wurde, wir haben unser JavaScript oder komprimiertes JavaScript und wir haben unser komprimiertes CSS. Das heißt, wir wollen alles in diesem dist-Ordner gleich verschieben und auf unseren Server bewegen. Aber wie genau können wir das machen? Und das gucken wir uns jetzt an. So, jetzt kommt der eigentlich spannende Part, und zwar haben wir hier oben schon unseren .github-Ordner und hier drin unseren Workflow-Ordner. In unserem Workflow-Ordner legen wir jetzt eine neue Datei an, in diesem Fall sage ich jetzt einfach mal deployment.yml, und das ist unsere Deployment-Datei, das ist einfach unser Workflow, und dieser muss natürlich einen Namen haben, in unserem Fall sage ich jetzt einfach mal, das ist Deployment und in Klammern Dev. Das ist unser Dev-Deployment quasi, und das braucht natürlich einen Trigger, in unserem Fall sage ich jetzt einfach onPush. Und dann können wir hier sagen Branches und hier zum Beispiel Master. Das heißt, immer sobald etwas auf unsere Master Branch gepusht wird, soll das Ganze ausgeführt werden. Das könnt ihr natürlich auch auf einen anderen Branch legen. Ihr könnt das auf Pull Requests legen. Ihr könnt das auf das Erstellen eines neuen Tags legen. Das müsst ihr natürlich ganz für euch entscheiden und anpassen. Aber damit könnt ihr den Event-Trigger festlegen. Das nächste, was wir brauchen, ist eine ganze oder quasi für uns in unserem Fall nur einen Job, und zwar Deploy. Und dieser Job bekommt jetzt einen Namen, und zwar sage ich Deployment und sage hier auch Dev. Und natürlich läuft das auf einer virtuellen Maschine. In unserem Fall, wie zu Beginn angesprochen, auf Ubuntu. Natürlich könnt ihr das auf einer anderen Linux-Distribution oder ich glaube sogar mittlerweile Mac und Windows laufen lassen, aber für unseren Fall reicht Ubuntu völlig aus. Das nächste, was wir brauchen, ist natürlich eine ganze Reihe von Schritten, die wir jetzt durchführen für unser Deployment. In unserem Fall sage ich als erstes Steps und verweise hier wie in jeder Action erstmal, dass wir eine Action initialisieren. Und das machen wir, indem wir das hier reinladen. Das heißt, wir checken einfach nur Actions selbst aus, damit wir auf unserer Ubuntu-Maschine Actions nutzen können. Das nächste, was wir brauchen, wir nutzen Node. Wir nutzen das, um das zu installieren und auch um unser Projekt zu quasi einfach zu bauen und zu pushen. Das Ganze könnt ihr natürlich später für euer Projekt anpassen oder hier auch einfach andere Möglichkeiten nutzen. Also ihr müsst hier nicht Node installieren. In meinem Fall tue ich das jetzt. Also ich sage einmal, okay, wir wollen Version Node 12.16.3. Dann installieren wir uns das Ganze und definieren das hier nochmal explizit die Version, dass wir die auch wirklich nutzen.
Das nächste ist eigentlich interessante, und zwar sagen wir, okay, wir brauchen hier jetzt die Möglichkeit, unseren eigentlichen Job durchzuführen. In unserem Fall, weil wir Node nutzen, müssen wir npm install durchführen und wir müssen hier npm run build durchführen. Also einmal install und build. Das Ganze definieren wir jetzt mit run. Da machen wir so einen waagerechten Strich, senkrechten Strich und können jetzt mehrere Befehle untereinander ausführen, die nacheinander ausgeführt werden. Das heißt, als erstes sagen wir npm i und hier sagen wir npm run build. Und in dem Moment wird einmal unser gesamtes Node Packet Management installiert und dann im Anschluss wird unser Projekt gebaut anhand unserer in der package.json definierten Befehlszeile, die natürlich, wie gesagt, bei eurem Projekt anders aussehen könnte. Das nächste, was wir brauchen, ist das eigentlich Interessante. Und zwar haben wir hier einmal einen Namen. Und zwar sagen wir Copy Files to Server. Und hier kommt das eigentlich Interessante. Und zwar müssen wir hier auch wieder Uses definieren. Und jetzt verweisen wir auf das Repository, das ich unten auch verlinkt habe. Da findet ihr jede Menge Informationen, falls ihr irgendwelche Special Cases habt, die ihr in diesem Tutorial nicht findet. Also das sagen wir, okay, damit wollen wir unsere Action durchführen. Natürlich hat diese Action auch eine Reihe von Variablen. Dazu sage ich hier auch with und habe hier jetzt zum Beispiel host. Und wie wir das zu Beginn des Videos schon gedefiniert haben, haben wir eine ganze Reihe von Secrets definiert, unter anderem auch den Host. Und um auf diese zuzugreifen, sagen wir Dollar und zweimal geschweifte Klammern. Und dann sagen wir hier drin einfach secrets.host. Und das Ganze können wir uns jetzt einige Male kopieren. Und zwar haben wir dasselbe Schema auch für unseren Nutzernamen. Wir haben dann natürlich dasselbe Schema auch für unser Passwort. Wir haben auch dasselbe Schema für unseren Port im Allgemeinen. Und natürlich haben wir auch unseren Target, also das Ziel, wo wir das auf unserem Server hinkopieren wollen. Aber wir haben zwei wichtige Informationen noch nicht. Und zwar, wo genau kommt das denn her? Und das haben wir hier in unserem Fall mit der Variablen source. Das ist einfach ein String. In unserem Fall sage ich Punkt, slash, dist, slash und dann hier Sternchen. Das heißt, wir wollen gerne alles in unserem dist-Ordner, was wir hier oben schon getestet haben, der gebaut wird, der wird hier quasi erzeugt, wollen wir dann hier als source nutzen. Diese Applikation verpackt das dann alles in einem ZIP quasi und schiebt das auf unseren Server und in unserem Target-Branch wird das wieder ausgepackt. Wenn wir das jetzt so lassen würden, würde aber in unserem Target-Branch einfach dist liegen und das wollen wir natürlich nicht, sondern es gibt hierfür eine weitere Variable, die nennt sich strip-components. Da machen wir einen Doppelpunkt und sagen 1, das heißt, wir löschen einfach dieses Verzeichnis hier raus. Wenn ihr beispielsweise Angular nutzt oder so etwas, dann würde hier slash dist slash dann der Name eures Projektes slash Browser stehen. Und dann müsstet ihr hier 2 oder sogar 3 reinschreiben, um quasi nur die wirklichen Dateien, die ihr auf euren Server schieben wollt, zu haben, ohne dass ihr dann auf eurem Server beispielsweise das Webhosting neu konfigurieren oder anpassen müsst. Mit diesem Code hier quasi ist es jetzt also gegeben, dass nur der Inhalt unseres dist-Ordners kopiert wird. Das Ganze speichern wir jetzt ab, einen neuen Commit und sage hier testen des Deployments und sage, okay, das Ganze wollen wir doch mal ausführen. Und jetzt gucken wir mal an, was das alles genau mit sich bringt. So, hier in unserem GitHub Actions Part sehen wir jetzt auch unser Deployment, was gerade gestartet wurde, das läuft hier durch. Hier sind auch schon einige Sachen durchgelaufen und es ist auch schon komplett deployed, also das ging ganz schnell, wenn wir hier draufklicken. Sehen wir auch unsere einzelnen Jobs, was heißt, wir haben hier unseren Node initialisiert, haben es installiert und haben alles mithilfe unseres Jobs zum Server kopiert. Und wenn wir jetzt mal auf unseren Server gehen, das hier ist einfach nur eine Plex-Instanz auf einem Linux-Server. Natürlich ist hier eine ganze Menge ausgeblurrt, einfach aus Sicherheitsgründen und weil man natürlich nicht alle möglichen Informationen wie Nutzerkennungen und so weiter veröffentlichen möchte, auch wenn das natürlich nur ein Testserver ist. Prinzipiell sehen wir hier nichts. Wenn ich jetzt aber einmal aktualisiere in unserem Verzeichnis, dann sehen wir in dem Moment, dass hier unsere Index.html aufgetaucht ist. Wir sehen hier unsere JS, unsere CSS. Und wenn wir jetzt hier mal unsere Domain aufrufen, dann sehen wir jetzt, dass deine Webseite, also unsere HTML-Seite in dem Internet im Browser zu finden ist. Und das Ganze hat also erfolgreich funktioniert und das Deployment wurde komplett abgeschlossen.
So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt oder Amazon Affiliate oder andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.